Das war schon sehr schlimm für mich. Ich hatte mich immer auf die Geburten gefreut, aber jetzt ist es so, dass ich ja mit einem gemischten Gefühl daran gehe. Und sie hatte dann leider eine Nachricht, die war nicht so gut für mich. Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mein letztes Schwangerschaftsupdate. Unglaublich, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen. Mir kommt es vor, als hätte ich euch gestern erst davon erzählt, dass wir ein Baby bekommen. Unglaublich. Ich hätte jetzt ganz gern noch ein paar Wochen, aber das geht natürlich nicht. Ich erzähle euch ein bisschen, was in den letzten Wochen so passiert ist. Es ist ganz spontan, dieses Video, denn ich habe natürlich nicht gewusst, ob ich mich noch mal hinsetzen werde, die Zeit finde und ob das Baby vielleicht dann schon da ist. Deshalb ganz spontan, ich habe mir dazu wenig Gedanken gemacht. Ich erzähle euch einfach, was in den letzten Wochen so passiert ist, als würde ich es einer Freundin erzählen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da jetzt ganz viel Spaß dabei. Ich versuche, alles nochmal so Revue passieren zu lassen, auch für mich als Erinnerung. Ihr seid auf dem letzten Stand quasi, dass ich Insulin spritzen muss. Das hatte ich euch in meinem letzten Update erzählt. Ich war ja so enttäuscht, dass das jetzt quasi ja bei den ganzen Kontrollen bei rumgekommen ist, dass ich spritzen muss. Ich wollte das ja ganz lang umgehen und habe alles Mögliche versucht, dass es eben nicht so weit kommt mit dem Insulin. Ich habe mir das auch ganz schlimm vorgestellt, aber das ist es gar nicht. Also da kann ich euch schon mal die Angst nehmen. Man möchte ja selbst natürlich nur das Beste fürs Baby, ganz klar. Ich habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt, also anhand der Ernährung, dass ich das dann so einpendle, dass ich einfach nur bestimmte Sachen kochen muss und dass sich das dann alles gibt. Dem war nicht so. Also wir sind ja nicht alle gleich. Es kann sein, dass jetzt bei der einen Frau das Gericht super gut funktioniert und bei mir der Wert eben voll in die Höhe geht. Und es war ein Lernprozess. Und wie gesagt, so kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt. Also es gibt natürlich definitiv Schlimmeres. Also Achtung, ne? Ich beschwere mich jetzt nicht, aber ich war halt einfach sehr, sehr enttäuscht von mir selbst. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich dachte mir, Mensch, das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Jetzt muss ich mich auch noch damit beschäftigen, denn ich habe ja eh schon genug Stress. Aber dieser ganze Stress hat schon auch dazu beigetragen, dass meine Werte eben nicht gut waren. Die Ernährungsberaterin hat sich Zeit genommen, eine halbe Stunde, hat mir das alles erklärt, wie das funktioniert mit dem Spritzen und so weiter. Total einfach, wirklich. Also ich habe mir das viel, viel komplizierter vorgestellt. Die ganzen Sachen sind dann nochmal korrigiert worden, weil ich ja jede Woche dann eben zur Kontrolle dort war. Man musste einfach schauen, wie der Körper darauf reagiert. Und deshalb ist die Dosis immer wieder mal geändert worden. Aber das war wirklich keine große Sache. Natürlich, als ich das erste Mal da gesessen bin, so mit der Spritze, habe ich mir gedacht, Scheiße, wie geht das jetzt? Also das so in den Bauch zu spritzen, das kostet schon Überwindung. Also für mich war es so. Man kann ja auch schlecht eine Falte irgendwie machen in den Bauch. Der ist ja sehr straff. Irgendwie geht's dann. Und jetzt mittlerweile, ja, habe ich da eine Routine. Jetzt brauche ich es ja schon fast gar nicht mehr. Aber ihr braucht euch da überhaupt keine Sorgen zu machen. Ihr bekommt es auf jeden Fall hin. Die Frauenärztin hat natürlich zusammen mit dem Diabetologen das Baby immer ganz klar unter Kontrolle gehabt. Also es wurde immer Ultraschall gemacht, das Baby wurde ausgemessen. Da wurde einfach geschaut, dass die Proportion stimmt. Vom Bauch zum Kopf, also ne, dass das alles passt. Meine Werte, ja, wie gesagt, waren bisher immer sehr, sehr gut. Und ich musste dann eben, wie gesagt, regelmäßig zu meiner Frauenärztin einmal die Woche, damit die einen Ultraschall macht. Das hatte ich euch aber, glaube ich, auch erzählt. In der 35. Woche war das Baby ja 2866 Gramm schwer. Auf dem Stand wart ihr noch beim Diabetologen, um das mit dem Insulin zu besprechen. Eine Woche später wurde dann die Dosis erhöht. Da war ich dann in der 36. Woche. Da hat das Baby schon 2962 Gramm gewogen. Ich habe mich dann in der 37. Woche, also recht spät, erst in der Klinik vorgestellt. Die Hebamme war sehr, sehr unfreundlich am Telefon und ich wollte sowieso schon nicht in dieses Krankenhaus, weil das für mich so einen negativen Touch einfach hat.
Aber ich muss dahin, weil die haben eben die Kinderklinik. Das ist ganz wichtig bei der Schwangerschaftsdiabetes. Und die war einfach total gestresst am Telefon und meinte, ja, ich soll dann 3 Stunden Zeit mitbringen und hin und her. Und dann habe ich so gesagt, ja, 3 Stunden, ne? Ich habe vielleicht auch noch was anderes zu tun. Ja, dann müssen sie halt morgens um 7 da sein. Dann sage ich, ja, aber ich habe 4 Kinder, die müssen in die Schule, ich habe einen Hund. Außerdem habe ich eine weite Fahrt. Ja, dann muss das halt ihr Mann machen. Also die hat mir immer Kontra gegeben. Die hat immer irgendwie noch was draufgesetzt und war einfach total unfreundlich. Dann habe ich mir schon so gedacht, ach du Scheiße, ne? Das fängt ja schon gut an, wenn das dann so auch während der Geburt ist, dass sie dann alle so gestresst sind, ne? Dann gute Nacht, Sonnenschein. Also ich hatte einfach so dieses Negative. Bei dem Termin tatsächlich um 10 Uhr, denn früher ging das bei mir nicht und ich bin erst nach 1 da raus. Es ist jetzt nicht so, dass da ganz viele Untersuchungen gemacht werden, aber ja, ich musste halt lang warten, ne? Weil da wirklich viel Betrieb war. Aber ich habe dann einfach einen komplett anderen Eindruck bekommen, total positiv. Die Ärztin war super lieb, die Hebammen waren total lieb, am Empfang waren sie lieb, oben bei den ganzen Behörden, ne? Ich musste da einiges ausfüllen, also die waren alle sehr, sehr zuvorkommend und einfach sehr, sehr herzlich und da war ich natürlich super froh. Die Ärztin hat das Baby dann nochmal ausgemessen, da hatte es 3000 Gramm und sie hat dann auch gesagt, dass ich 2x die Woche ab jetzt dann quasi zur Frauenärztin muss, wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Wurden noch weitere Untersuchungen gemacht, aber das Übliche, ne? Und sie hatte dann leider eine Nachricht, die war nicht so gut für mich. Da war ich auch echt total enttäuscht. Erzähle ich euch gleich noch davon. Ich war dann ein paar Tage später bei meiner Frauenärztin und da hat sie das Baby wieder ausgemessen. Da war es 3100 Gramm. Der absolute Wahnsinn. Also nicht mal eine Woche später. Und da hat sie gemeint, dass das Köpfchen noch nicht komplett im Becken ist. Also das heißt, falls ich einen Blasensprung habe, müsste ich den Krankenwagen anrufen und im Liegen transportiert werden. Und da habe ich dann so ein bisschen Angst bekommen, ne, wegen Nabelschnur und so weiter. Aber ich hatte bisher noch keinen einzigen Blasensprung. Wobei ich sagen muss, ich würde das schon ganz gerne mal erleben. Ne? Das hört sich jetzt voll blöd an. Ist bestimmt auch nicht so cool, wenn du an der Kasse stehst und deine Fruchtblase platzt. Ja, Motzsauerei wahrscheinlich, alle Leute gucken. Aber wie gesagt, das Gefühl kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Bei mir wurde sie dann immer während der Geburt geöffnet. Und deshalb dachte ich mir, naja gut, komm, du bist eh nicht so eine Kandidatin, dir wird es eh nicht passieren. Ne? Aber das weiß man natürlich vorher nicht. Ich hatte schon so ein bisschen Angst. Ich war dann 4 Tage später wieder bei der Frauenärztin. Es wird auch immer CTG gemacht. Gemessen, also Blutdruck, Gewicht und so weiter, das Übliche. Und nur 4 Tage später war das Köpfchen dann im Becken, also 37 plus 5. Und das Baby hat da 3270 Gramm schon gewogen. Das sind natürlich alles nur so Schätzungen, also 10%, hat sie gesagt, kann das Ganze abweichen. Ich glaube 10%, ja, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, auf jeden Fall ist das Köpfchen jetzt definitiv im Becken. Es liegt ja schon die ganze Zeit nach unten, was ja super ist. Ich war dann in der Zwischenzeit auch zur Kreißsaalbesichtigung eben in der besagten Klinik. Und da hat sich dieses Positive nochmal bestätigt. Die Hebamme war total sympathisch, freundlich, aufgeschlossen. Sie arbeitet da schon 35 Jahre. Der Professor, der war so sympathisch, der war so lustig. Und zwar ist es ein ganz, ganz großer, dünner Mann, der eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und ich habe den immer angeschaut und musste lächeln. Der hat mich total an Mr. Gadget erinnert. Kennt ihr den noch? Das ist so eine Serie gewesen. Ja, auf jeden Fall fand ich den total nett. Und eine Kinderärztin war auch noch da. Die ist die Chefin quasi von dieser Pränatal, wie nennt sich das, also diese Station eben für die Babys. Und sehr jung, aber super kompetent und auch sehr sympathisch. Also die hat auch eine ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Wobei ich sagen muss, dass es an dem Tag auch komplett anders laufen kann. Also
das ist keine Garantie dafür, dass es eine schöne Geburt wird. Ich hoffe es natürlich. Aber bei meinem Gianluca war es ja so, da war ich auch total froh, in besagter Klinik angekommen zu sein. Also da hatte ich mir eine bestimmte Klinik ausgesucht, die hat einen total guten Ruf. Und die Hebamme hatte überhaupt keine Zeit für mich. Da waren 5 Geburten und die hat mich total im Stich gelassen sozusagen. Als es dann wirklich losging, habe ich zu meinem Mann gesagt, bitte ruf sie jetzt, das Kind kommt jetzt auf die Welt. Und dann haben die irgendwie versucht, mich noch aufs Bett zu hieven, weil es wirklich schon so weit war und ich war die ganze Zeit alleine. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit möchte, dass eine Hebamme neben mir steht, das jetzt nicht. Aber ja, es ist schon gut, wenn man dann auch mal einen Ansprechpartner hat, der auch immer nach einem schaut. Und das war halt beim Gianluca nicht so. Das habe ich sehr, sehr schlimm in Erinnerung, die Geburt. Und auch Alessandros Geburt war nicht einfach. Ich habe ja sehr große Kinder bekommen, mit über 4 Kilo, also 4200 Gramm. Der jüngste, ich weiß noch, ein Running Gag, das erzähle ich euch noch kurz. Ich habe meinen Mann angefleht. Beim Lissandro, dass er mich bitte umbringen soll. Ich halte es jetzt nicht mehr aus. Und das ist halt mittlerweile, ne, wenn wir so drüber erzählen, unser Running Gag, weil die Hebamme, also ich hatte dann die Ärzte, also mein Mann hat nicht reagiert, der hat mich einfach nicht umgebracht, komisch. Und dann habe ich die Ärzte angefleht, dass sie mir jetzt bitte einen Kaiserschnitt machen sollen. Und zwar genau jetzt. Und dann meinte die Hebamme, nee, es geht leider nicht, weil das Köpfchen ist schon da. Das Köpfchen ist schon da. Und dann weißt du, okay, in dem Moment, du willst einfach nur sterben. Ja, und dann war der Alessandro ein paar Minuten später auf der Welt. Ich hatte mich immer auf die Geburten gefreut, aber jetzt ist es so, dass ich ja mit einem gemischten Gefühl daran gehe. Mit dem größten Respekt natürlich. Ich weiß, dass Schmerzen auf mich zukommen, gar keine Frage. Ich denke, das weiß jede Frau. Aber es ist anders, ne? Also man kann auch ein Kind im Auto gebären und das ist das schönste Erlebnis, anstatt in der Klinik, wo man eigentlich weiß, dass Ärzte und Hebammen da sind, wenn die keine Zeit haben oder wenn das eigene Schmerzempfinden so schlimm ist. Dann nützt es alles nichts, ne? Aber ja, ich bin jetzt, wie gesagt, guter Dinge. Der Abend ist gut verlaufen, diese Kreißsaalbesichtigung und auch der Vorstellungstermin war dann positiv. Jetzt schauen wir einfach mal, was so auf mich zukommt. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch endlich mal meine Kliniktasche gepackt. Dazu habe ich euch ja auch ein Video hochgeladen. Das finde ich nicht gut, wenn man da so verrückt gemacht wird, diese ganzen Apps und die ganzen Leute und hast jetzt deine Tasche gepackt, hast die Tasche gepackt, wo ich mir so denke, Leute, in dem Moment, ne, wenn es losgeht, hat man immer noch Zeit, ein bisschen was zusammenzupacken und im Kreißsaal denkst du an alles, nur nicht an deine Kliniktasche. Ob du jetzt ein Haargummi dabei hast oder ein Fettstift, also das interessiert dich in dem Moment nicht. Du wirst so starke Schmerzen haben, dass du nur willst, dass alles vorbei ist. Aber dazu habe ich euch ja auch meine Meinung gesagt. Es ist natürlich wichtig und auch richtig, dass man was vorbereitet. Aber dieses, ja, dass alle einen so verrückt machen, das finde ich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen nicht für Frauen, die zum allerersten Mal eben ein Baby bekommen. Das muss nicht sein. Man sollte natürlich schon, ne, so ein bisschen schauen, aber sich nicht so verrückt machen lassen. Ja, ansonsten habe ich das Gefühl, dass das Baby sich jetzt noch nicht auf den Weg macht, weil wir ja noch keinen Namen haben. In meinem letzten Vlog habe ich euch ja gezeigt, dass wir immer noch auf Namenssuche sind. Total witzig, der Max hatte ja alle Namen rausgeschrieben, Zettel verteilt und dann durfte jeder eine Stimme abgeben. Und im Endeffekt werde ich das Baby auf dem Arm halten und wir entscheiden uns dann. Es ist aber schon auch schön, dass die Geschwister da Mitspracherecht haben. Also ich hätte jetzt auch keinen Namen ausgesucht oder auf die Liste mit drauf, ja, der so gar nicht gefällt. Ne? Also die Jungs, die dürfen da schon mitreden, aber im Endeffekt, ja, werden wir sehen, wie das Baby heißt. Kommen wir noch ganz kurz zu der Nachricht, die die Ärztin mir dann gegeben hat, die eben nicht so schön ist. Also für mich, vielleicht empfinden das andere eben als nicht so schlimm. Es ist so, dass ich dieses Baby nicht übertragen darf wegen der Schwangerschaftsdiabetes und sie hat gesagt, dass ich einen Tag vorm ET anrufen muss und dann wird eingeleitet.
Und das ist für mich so mit der schlimmste Gedanke im Moment, weil ich einfach möchte, dass das Baby das alleine entscheidet, wann es auf die Welt kommt. Ich habe bisher alle meine Kinder übertragen und deshalb gehe ich davon aus, dass auch dieses Baby sich noch ein bisschen Zeit lässt, also ein paar Tage. Nur der Gianluca ist ganz genau am errechneten Geburtstermin gekommen, aber es sind ja nur 4 oder 5% aller Babys, die sich da wirklich auf den Weg machen. Und ich bin auch ganz erschrocken, als sie das gesagt hat. Ne? Sie war dann etwas verwundert wegen meiner Reaktion, weil ich dann gesagt habe, ja, ich rufe dann an, komme vorbei und werde nochmal untersucht. Und dann sagt sie so, ja, sie rufen an, sie werden untersucht und sie bleiben hier, weil sie dann ihr Baby bekommen. Und dann sage ich, ja, wie, ich bleibe da, sagt sie, ja. Es wird dann eingeleitet. Und ich hoffe jetzt wirklich so, so sehr, dass das Baby sich jetzt einfach dazu entscheidet, vielleicht 1 oder 2 Tage doch früher zu kommen, also vor ET, damit es einfach ja, selbst die Entscheidung getroffen hat. Aber gut, das steht in den Sternen. Wir werden sehen, wie es wird, ob ich da jetzt anrufe und sage, dass ich jetzt vorbeikomme zum Einleiten. Das wäre echt schlimm für mich. Ja, das werden wir sehen. Und ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, bis auf die schlaflosen Nächte. Gut, wegen dem großen Bauch. Ich habe auch Wadenkrämpfe, ganz starke. Da nehme ich aber Magnesium ab und an. Und Eisen muss ich jetzt erst seit kurzem nehmen. Das hat mich auch sehr gewundert. Ihr wisst ja, ich bin Vegetarier. Meine Mutter die ganze Zeit, ja, ess mal Rindfleisch. Und oh, das ist gut, ne, Eisen und so. Also bei meinen anderen Kindern musste ich das viel, viel früher nehmen, die Eisentabletten. Und jetzt erst seit kurzem. Ansonsten fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel dazu ein, außer dass wir auf unser Baby warten und schon ganz gespannt sind, was es wird. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Ich habe tatsächlich heute Nacht schon ein Bild bearbeitet. Heute Nacht um 4 oder heute Morgen um 4. Da habe ich dann so drauf geschrieben. Also es geht los, wir sind auf dem Weg in die Klinik, weil ich das dann per WhatsApp quasi an meine ja, ganze Familie schicke und dann eben auch ein Bild vorbereitet habe für Instagram. Ja, genau. Und das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ihr habt bestimmt wieder die Bella im Hintergrund gehört. Die schnarcht sich wieder einen ab. Ja, vielleicht hat es euch jetzt einfach Spaß gemacht, zuzuhören, was in den letzten Wochen so passiert ist. Mein allerletztes Schwangerschaftsupdate. Und ich zeige euch jetzt noch ganz kurz meinen Bauch, damit ihr den auch nochmal seht. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich nur das Allerbeste. Ich weiß noch nicht, wann wir uns wiedersehen werden. Wir werden uns natürlich eine Pause gönnen, eine Kuschelzeit einlegen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Mal schauen, wie das hier dann so funktioniert. Wie ich das dann alles manage, das werden wir dann alles sehen. Also da bin ich natürlich offen und kann das nicht planen. So wie ich auch nicht die Geburt planen kann. Da haben ja auch viele Apps dann irgendwann die Erinnerung, ja, erstellen Sie jetzt mal einen Geburtsplan, wie Sie sich die Geburt vorstellen und so weiter. Also ganz ehrlich, das ist alles ein bisschen schwierig. Natürlich kann man Wünsche äußern, dass man vielleicht in die Badewanne möchte oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge, Musik und schönes Licht, Kerzen und so. Aber wie gesagt, in dem Moment ist euch alles relativ egal. Ihr wollt einfach nur, dass dieser Schmerz aufhört, dass ihr das gesunde und muntere Baby hier auf eure Brust bekommt und alles andere ist unwichtig. Also gut, jetzt habe ich wirklich viel gequatscht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, noch ganz kurz mein Bauch. Und da ist er, der Bauch. Wahnsinn, oder? Da ist unser Baby drin. Also, macht's gut. Tschüss.